Beten. Statuen. Diese enormen Steinidole zeigen schreckliche Kreaturen, die man niemals zuvor auf der Erde gesehen hat. Bei diesen Statuen zu beten, gibt einem die Fähigkeit von einem der Uralten. Knockpower. Rechte Maustaste zum Zaubern. Ziele auf eine verschlossene Tür, um sie zu öffnen. Oder Ziele auf irgendeine Oberfläche, um Gegner mit einem Geräusch abzulenken. Kostet 4 Artefakte. Okay. Damit kann ich arbeiten. Wir gehen jetzt zurück zur Bank. Heben etwas ab, wenn wir dich umgebracht haben. So. Oh. Achso, hier haben wir angefangen. Okay. Ich will hier zur Bank gehen, da will ich eine Münze noch abheben. Oder jemanden töten, der eine Münze hat. Und dann verschaffen wir uns Zugang zu der Schatzkammer, die in dem anderen Raum war. Ja, ganz schön viele Türen. Hier war ich bestimmt noch nicht vorher. Ich will nicht irgendwo Neues hin. Auch wenn das hier sicher interessant aussieht. Ich will zu meiner Bank, verdammt nochmal. Da hinten? Ja, da hinten. Hallo, kleiner Fischmann. Tong, tong, tong. Oh, oder ich benutze einfach einen Schlüssel. Zing. Zing, zing. Zing. Zing, zing, zing. Zing. Jackpot, würde ich sagen. Okay. Jo, das war wohl alles. Fallschaden schon mal keinen aus einer Höhe von 1, 2, 3, 4 Blöcken. Das merken wir uns und zahlen alles in die Bank ein, außer 4, damit ich eventuell noch eine Tür öffnen kann. Nicht die da, die brauchen wir nicht öffnen. So. Bisher noch keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Also ich weiß nicht, ob ich mich gut anstelle. Oder ob die KI einfach nicht so toll ist. Beziehungsweise die ersten Level vielleicht einfach ganz einfach. Oh, Dynamit und Messer. Oh, nein, nein, nein. Hab gerade rechte Maustaste gedrückt. Das ist nicht so schön. Jetzt habe ich gerade 4 Artefakte verbraucht für nix. Ham, ham. Ham, ham. Das ist irgendwie ansteckend. Aber gut, ich will mal gucken, was wir rausgehen. Oh. Wir kommen nicht zurück in die Bücherei. Oh, oh, wir können. Nicht ernsthaft, oder? Also ich bin jetzt runtergegangen und wieder hoch. Und anscheinend ist das Level genauso wie vorher. Also persistente Level, könnte man sagen. Das heißt, wenn ich da unten auf Probleme stoße, wie zum Beispiel 2-, 3-mal so starke Gegner oder was auch immer, könnte ich hierher zurückgehen und hier die Ressourcen wieder einsammeln. Also das Essen, das ich übersehen habe, oder die Gegner ein bisschen farmen oder so. Das finde ich ein sehr schönes Konzept. Okay, gucken wir uns mal hier um. Also, neues Level, wahrscheinlich schwieriger. Ich höre komische Peitschgeräusche und eine Tür, die aufgeht. Und ich kommentiere nicht, wie das aussieht. Was bist du? Stirb. Oh, du warst eine Flasche. Einen Stein brauchen wir nicht, wir haben Dynamit. Wir haben vergammeltes Fleisch und noch mehr Steine. Ne, wollen wir auch nicht. Oh, da ist ein Artefakt. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Und soll auch gar nicht so viel kosten. Also ich habe es geschenkt bekommen, aber ich glaube, es kostet irgendwie 8 Euro. Müssen wir mal gucken. Was ist, wenn ich jetzt daran bete? Verliere ich dann meinen jetzigen Spruch? Wahrscheinlich, ja. Ich mag meinen jetzigen Spruch. Also bete ich einfach nicht. Das ist eine gute Idee. Wenn wir später irgendwann mal einen schlechten Spruch bekommen, dann können wir ja testen, ob man es wirklich verliert oder nicht. Aber jetzt will ich das Risiko nicht eingehen. Zing, zing. Schlüssel. Schlüssel werden benutzt, um Türen aufzuschließen. Ja, danke. Das ist eine Sache, die mir noch nicht so ganz gefällt. Also, dass die Treppen so sind, wie sie sind.
Das heißt, ich kann nicht auf der Treppe irgendwas machen. Also angreifen zum Beispiel. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist ein Weg nach oben. Das wird das Symbol da auf der Map oben sein. Was haben wir noch? Wir haben eine komische Steintafel hinter uns. Also in der Richtung. Da kommen wir aber nicht hin. Und dieses grüne Ding wird einer von diesen Götzen sein. Okay, ich will einfach nur weiter runter. Hier sieht gut aus. So. Oh. Oh, kleine Männchen. Oh, 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 oh. Hey, hey. Munition, Munition. Artefakte. Und hier ruhen sich die kleinen Männchen wohl aus, wenn sie frei haben. Hm. Achso, das sind Türen, die wir nicht öffnen müssen. Noch mehr Artefakte. Ich freue mich irgendwie über die ganzen Artefakte, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie teuer die Sachen sind, die man kaufen kann und was das alles so bringt. Aber diese eine Schatzkammer war, glaube ich, wirklich ein Jackpot. Aber dass wir genau zu dem Zeitpunkt den richtigen Zauber hatten. Kein Fallschaden aus, immer noch 4. Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle warst du? Ein fliegendes Auge? Das war komisch. Also entweder hat es uns nicht gesehen. Ha, ha, ha. Oder das war verbuggt. Sah eher verbuggt aus. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Oh, noch ein Auge. Todesauge. Also Totesauge, nicht Todesauge. Die sind sehr komisch, die fliegenden Augen. Habe ich jetzt langsam alle Türen auf? Fünf? Nee, komm, wir brauchen nicht. Jetzt haben wir Dynamit. Oh, die Türen schließen automatisch. Das ist verwirrend für mich. Noch mehr Dynamit. Oh, ich habe einen Treffer abbekommen. Ich habe nur noch 2 von 3. Und wo ich gerade so viel Dynamit habe, ich will mal was testen. Ob das Gelände zerstörbar ist. Ich glaube, dann mich sowas gesehen zu haben in einem Video. Jo, sehr schön. Das ist nicht gut, oder? Ich glaube, ich sollte nicht rauftreten. Komme ich hier noch irgendwie anders weg? Ja, okay. Also nicht den Boden der Welt zerstören. Das könnte nicht gut ausgehen. So, Essen? Essen regeneriert Lebenspunkte. Okay, 3 von 3. Ich würde ganz gerne raus. Das ist da hinten. So weit, so gut. Da geht's runter. Zing. Haben noch irgendwas zum Plündern? Oh, ein Revolver. Ich nehme mal dich mit. Das heißt, normalerweise benutzen wir das Ding hier. Sobald wir irgendwas Garstiges sehen, benutzen wir den Revolver. Und woran zum Geier seid ihr gestorben? Ja, komisch. Also entweder bringen die sich gegenseitig um. Sind suizidgefährdet. Oder sie tapsen dann irgendwelche Fallen. Unabsichtlich. Na gut, mir soll es einerlei sein. Ich plündere hier einfach alles. Und gehe dann in das Ding da unten. Womit wir schon Level 3 wären. Zing. Okay. Ich nehme alles zurück. Ach du gute Güte. Okay, das Spiel ist nicht einfach. Es gibt hier sehr garstige Viecher. Ich brauche was zu essen. Irgendwo was zu essen. Ich habe hier irgendwo Fleisch gesehen gehabt. Ich weiß. Ah, hier. Njam, njam, njam. Nee, das ist eine Waffe, kein Heil-Item.
Rüstung und Munition schon mal gut. Ich brauche aber noch was zu essen. Ich hoffe mal, Gegner können auch Essen droppen. Sonst haben wir ein Problem, was Lebenspunkte angeht. Den können wir nicht wirklich ewig grinden. Du da. Ja, komm her. Dann gehst du schnell oder ich krieg zu langsam. Na komm, weißt du was? Ihr könnt gar nichts. Schlüssel ist schon mal gut. Du bist schon wieder tot. Ich glaube, da liegt ein Spawnpunkt direkt zwischen den, direkt auf den Stacheln. Und die sterben einfach immer wieder. Das sollte gefixt werden. Und das da hinten sieht essbar aus. Du nicht? Toxic Fruit. Nein, ich werde keine giftige Pflanze essen. Tut mir leid. Sehr gut. Oh, da hast du ein Auge, das macht sogar mal was. Machen wir einfach mal so oder schießen das Ding. Bevor das irgendwie anfängt zu zaubern oder so. Drei davon. Ich hätte trotzdem gerne was zu essen, das nicht giftig oder vergammelt ist. Weil das Ding hat mir zwei Schaden gemacht, also dieses Knubbelding da unten. Das da war giftig. Muss ich jetzt noch eine Etage hoch? Sieht fast so aus. Warum habe ich das Gefühl, dass ich im Kreis laufe? Was ich dann höchstwahrscheinlich auch tue. Also wo ist der Ausgang nach oben? Hier. Da. Also wir sind jetzt Ebene 2. Wir sind jetzt Ebene 1. Wir wollen gleich eine Ebene 3 und ein riesiges blobartiges Ding mit Tentakeln töten. Oh. Wir haben hier dezent was übersehen. Hallo, der Mann. Du kannst ja doch runterspringen. Warum hast du das vorhin nicht gemacht? Na gut, nicht hinterfragen. Mhm. Hey, oh, oh, oh. Was hätte in die Hose gehen können? Aber ich könnte jetzt zur Bank laufen, fällt mir gerade ein. Und mal ein bisschen was hinterlegen. Genau du, du kamst die Treppe nicht runter. Kamst du immer noch nicht. Und 3 von 3. Sehr gut. Also, Bank? Fragezeichen? Welches Symbol bist du auf der Karte? Das da, wo ich jetzt gerade hinlaufe? Nee, das ist das Buch. Was passiert, wenn ich jetzt durch das Buch wieder zurückspringe? Hm. Warte, hopp. Da ist die Bank. So, wir würden gerne einzahlen. 41. Also, dass wir 8 haben. Also zweimal den Aufschließzauber. Wobei wir jetzt schon 3 Schlüssel haben. Ich glaube, die brauchen wir alle gar nicht mehr. Aber sei es drum. Also jetzt wieder zurück zur Ebene 2. Gleich weiter zur Ebene 3, wie auch immer wieder hingekommen sind. Hier geht's rum. Ja. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir wollen jetzt nicht die Lebenspunkte verlieren, die wir gerade eben mühsam wieder zusammengeklaut haben. Sieht mir nicht sehr sicher aus. Das ist hier schon besser. Zing, zing, zing. Oh, Auge. Großes Auge. Jetzt brauche ich nur noch einen Durchgang nach da. Jo. Da ist der komische Boden. Und jetzt, wenn wir gleich runtergehen, werden wir sofort vor dem Ding stehen. Also einfach nur draufhalten. Um.
Das ist nicht gut. Tot. Okay. Tot. Sobald deine Lebenspunkte auf Null sinken, wirst du sterben. Nach dem Tod wirst du in der Bücherei wiederbelebt werden. Alles, was du besessen hast, ist verloren. Aber die Artefakte in deiner Bankkiste bleiben bestehen. Und alle Bücher, die du aufgeschlossen hast, werden immer noch aufgeschlossen bleiben. Du kannst außerdem jederzeit ein neues Leben starten, indem du Resurrect drückst im Pausemenü. So, da wären wir wieder. Was genau bringen jetzt meine Artefakte? Also es gibt hier eventuell einen Shop. Das müssten wir mal gucken. Sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, wie hoch der Replay-Value ist. Also so viele Gegner gab es bisher nicht, aber ich war ja auch erst in 3 Leveln. Von anscheinend mindestens 3 Kapiteln. Das heißt, da kann auch gut was kommen. Du bist auf jeden Fall spannend. Auch wenn der Sprung von der Schwierigkeit ganz schön krass war. Also die ersten 2 Level, keiner kann uns irgendwas anhaben. Solange wir nur schnell genug linke Maustaste drücken. Und dann Riesenmonster, dass man 20 Mal beschießt und nichts passiert. Ja. Aber ich denke mal, ich werde noch 1-2 Folgen machen, um zu gucken, was noch so kommt. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.